Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge Nummer 14 von Simotrans mit dem Comic Pack 192. Ja, wir hatten hier letztes Mal Schiffchen, nee, nicht WASD, das ist doof, Schiffchen unterwegs und die sollen irgendwo zum Hafen fahren, der hier ist. Und ja, wir müssen dann mal gucken, wie das da weitergeht, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das auch an. Bis gleich. So, irgendwo müssen hier fünf Schiffe sein, ne? Nicht BSD drücken, sondern die Pfeiltasten nehmen, ist klar. Und ich meine, die müssten hier schon sein. Da sind sie. Und das müsste der erste sein. Genau. Und dann würde ich sagen, fahren die da ja hin. Und hier müssen wir mal schauen, wie es hier weiter so geht. Okay, aber... Okay, lass den mal so offen. Wir schauen uns nochmal auf der Karte um. Und, okay. Geht auch größer? Ja, geht auch größer. Aber so groß wollte ich sie nicht. Ich wollte sie nur so. Jetzt war noch die Überlegung halt, hier ist der eine Hafen, ob wir vielleicht hier rüber fahren. Weil das ist auch ziemlich nah am Wasser. Und ja, ich denke mal, das würde Sinn machen, dass man vielleicht hier noch einen Hafen anlegt. Das ging hier. Ne, ging hier nicht. Irgendwie ist das komisch mit dem Anleger. Das ist ein Personenanleger. Irgendwas mache ich falsch, ne, oder? Ach, guck mal, da geht er. Ja, dann habe ich wohl doch nichts falsch gemacht. Was können hier hin? Personen können hier hin. Alles kann hier hin, oder? Ja, ohne Route. Jetzt müssen wir natürlich da noch schauen, dass wir jetzt da eine Kutsche hinfahren lassen. Jetzt habe ich hier natürlich nicht drauf geachtet, ne? 1, 2, 1, 2. Ja, passt natürlich nicht, ne? Aber da muss ich nur auffüllen und dann passt das schon, doch. Dann lass uns mal dieses nehmen. Da auffüllen und dann kann das Geländewerkzeug zu und wir bauen da eine Straße hin, ne? So oder so. So, ne? So, angeschlossen ist er. Die muss dahin, dann passt das auch. Okay, dann ist das geschlossen. Gibt es hier schon einen Stadtbus? Ja, ne? Bad Zwischenahn. Was ist denn hier Stadtbus Bad Zwischenahn? Da ist er. Fahrplan ist so. Rathaus, Zwischenahn, Rathaus, dahin. Passt. Dann ist die Linie fertig, der Hafen funktioniert. Also der Hafen funktioniert noch nicht, aber die Schiffe dahin fahren dann schon oder können dann schon fahren. So, und dann müssen wir hier hoch zum Depot. Hier ist das Ganze, ja. Achso, eine neue Linie sollten wir auch machen, dann können wir die da erst draufsetzen, ne? Schiffchen ist hier, neue Linie ist da. Und zwar von dort geht die Reise nach da unten dann. Wo ist das jetzt, Bad Zwischenahn? Da. So, passt. Und Mindestbeladung 10%. Da, passt schon. Und das ist... Hatte ich das MS genannt? Ich glaube ja, ne? Bin mir aber nicht sicher. Ja, MS ist es. Da müssen wir wieder dahin. MS. Bad Zw
zwischen Oslo. Schuss passt. Linie steht. Kann zu. Und hier müssen wir jetzt gucken, welche Fähre das ist. Das ist die. Kommt da drauf. Passt. Und starten wir. Also, die werden ja sowieso alle nacheinander. Erst wenn Passagiere drin sind, laufen. Oder fahren, sagen wir mal fahren. Ne? Laufen ist ja anders. Und ich hoffe, die sind jetzt erst in diesen Hafen eingekehrt und nicht da losgefahren. Ja, ich glaube, die stehen da jetzt alle. Gut. Fallenberg, Roßlau, okay. Das läuft erstmal so. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Er ist wohl schon auf dem Weg. Was ist das da? Hä? Ist eine Ente oder sowas? Was soll das sein? Ente, tatsächlich. Gemalt von Lertin. Dass die entdeckt habe, ist ja schon Wunder wahrscheinlich. Wie viele stehen denn hier? Hier war der Hafen, ne? Ja. 35 Passagiere. 14 davon nach Lübeck. Über Roßlau, über Roßlau, über Roßlau, über Roßlau, über Roßlau. Alle wollen hier über Roßlau, ist klar. Das bedeutet, wenn der jetzt kommt, muss er voll sein, oder? So viele widerstanden. Ja. Und der nächste auch noch. So, den habe ich gar nicht angewählt. Der wird auch voll sein, genau. Wie viele stehen hier noch? 10. Wann kommt das nächste Schiff? Das dauert noch. Ich sehe es gar nicht. Nee, Fahrzeugliste. Okay, das ist noch da. Ah, okay. Das wird schon laufen. Da sind ja jetzt schon mal schon genug, ne? Das war jetzt hier. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will jetzt schauen, dass das andere was gewährt. Okay, da hat jetzt einer Passagiere hingebracht. Palenberg, okay, die wollen alle rüber nach da. Okay, da haben wir sie schon ausgewählt. Für die ist noch kein Platz. Habe ich 4 Stück gemacht? Ich glaube ja, ne? Ja. 4 Stück wollen dann wahrscheinlich da irgendwann mal hin. Und hier haben wir da alles nicht nach da unten. Was zwischenan ist nicht gefordert. Ja. Haben wir das erst? Ich weiß nicht, ob das dann über Land schneller geht vielleicht. Roßlau, Roßlau, über Roßlau. Oh, guck mal, hier stehen aber welche. Hier stehen 4 Passagiere, die darüber wollen. Okay, dann wird sich das auch entwickeln. Auf jeden Fall funktioniert es dann. Dann können wir das hier auch zumachen, ist alles gut. So, wie sieht es hier mit Abdeckung aus? Die ist gut. Dann haben wir hier unten noch Naumburg. Da ist auch alles gut, ja. Gehen wir hier weiter. Da ist nur eine Dingens. Dann können wir hier Zittau gerade angucken. Da ist auch alles gut. Hier müsste jetzt Weiterstadt sein, oder? Ja. Ist auch alles abgedeckt. Da rechts bei Jena. Hier. Oh, Jena müssen wir ausbauen.
Gut, dann machen wir gerade da noch das Fahrzeugtool auf. Dann nehmen wir da eine Straße. Ah, da ist eine Bushaltestelle, ne? Dann machen wir das mal so. Ah, die geht bis hier. Dann müsste die nächste Haltestelle eigentlich hier sein. Das sieht jetzt gerade doof aus, weil da die Kreuzung ist, ne? Das geht nicht. Ich reiß die ab, die sollen die Straße woanders bauen, jetzt nicht hier. Das war falsch. Wir brauchen die Autogeschichte. Oh. Ich wollte das doch abreißen. Muss ich da machen mit, ne? So, jetzt hat's geklappt. Mach das mal weg hier. Mach das nochmal auf. So ist richtig. Genau. So. Jetzt müsste da abgedeckt werden, ne? Ja. Da fehlt uns aber dann eine Straße. Jetzt ist die Frage, ob wir so machen. Machen wir so. Und passt so. Jetzt müssen wir den Stadtbus noch anpassen. Gibt es hier einen Stadtbus? Ne, hier gibt es noch keinen Stadtbus. Dann gibt es eine Linie, die der Stadtbus wird. Da ist Straße, neue Linie. Fangen wir erstmal an. Hier geht's los. Wir fahren nach da, wir fahren nach da und wir fahren nach da. Und dann geht's wieder zum Rathaus zurück. Ja, passt. Das ist jetzt hier der Stadtbus. Genau. Geändert. Ah, jetzt kommt es hier oben. Okay. Stadtbus Jena passt. Und dann brauchen wir nur für Jena noch eine Kutsche. Zwei Pferdchen. Und das war jetzt hier die Kutsche, ne? Das war Post. Naja, dann nehmen wir das. Und Stadtbus Jena ist da und starten. So, dann haben wir das auch schon. Das sieht schon mal gut aus, ne? Okay, dann hat man Mettmann. Mettmann hat hier ein Häuschen gebaut. Ja, hier passt es natürlich nicht, ne, was wir da gebastelt haben. Hier müsste eine Haltestelle sein. Das ist ein bisschen doof geworden. Da haben wir geschlafen. Hier kannst du keine Haltestelle hinmachen, weil, ne? Das Depot an der falschen Stelle steht. Aber wir können das ja auch abreißen, ne? Das machen wir gerade weg. Das machen wir auf. Das machen wir auf. Kann ich das? Ne, das ist schon die Straße, die schräg geht. Da geht sowieso nicht. Wo ist denn so eine unmögliche Stelle, wo ich was hinbauen könnte? Ne, länger machen ist auch doof. Ich baue das Depot da ein. Dann haben wir das wieder, ne? Dann können wir das abreißen. Damit. Und dann kommt hier eine Bushaltestelle hin, die dahin gehört, ne? Abgedeckt ist das Haus dann. So, dann haben wir das erledigt. Dann gibt es hier Stadtbus Mettmann. Fahrplan. Mettmann Rathaus, Mettmann Erlkönig. Dann wieder Mettmann Rathaus und dann Mettmann dahin. Und dann wieder Rathaus. Das passt. Läuft soweit. Erstmal gut, ne? So, dann müssen wir nächstes Mal gucken, dass wir dann weitere Städte
Guck mal, hier ist eine Firma, oder? Ja, genau. Die muss dann nächstes Mal noch angeschlossen werden. Dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.